Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach eure eigene Lochkamera bauen könnt. Alles, was ihr dazu braucht, ist eine Schere, Klebefilm, eine Box ungefähr in dieser Größe. Die muss auf einer Seite aber zu sein, wie hier. Und etwas Backpapier, das sollte relativ transparent sein. Als erstes nehmt ihr eure Box und stecht hier mittig ein Loch rein. Bei Lochkameras ist es so, dass es eigentlich keine feste Größe ist. Da müsst ihr einfach etwas rumprobieren, weil je nach Boxgröße und auch Abstand nach hier hinten muss euer Loch unterschiedlich groß sein vom Durchmesser. Also ich habe mich jetzt mal für diese Größe hier entschieden, aber das Loch kann man ja am Ende auch noch verändern. Anschließend schneidet ihr hier die Ränder des Kartons ab. So, wenn ihr damit fertig seid, nehmt ihr euer Backpapier oder Butterbrotpapier, das macht eigentlich keinen Unterschied, und schaut ungefähr, wie groß euer Papier sein muss und schneidet es dann in der richtigen Größe zurecht, dass noch etwas hier an den Seiten übersteht. Natürlich muss die Größe des Papiers auch in der Breite stimmen. Wenn ihr dann das Papier zurechtgeschnitten habt, nehmt ihr euren Karton und legt das Papier richtig auf. Anschließend nehmt ihr euren Klebestreifen und befestigt erstmal das Papier hier grob. Das macht ihr dann auf jeder Seite eures Kartons, bis das Papier überall schön fest sitzt. Ihr könnt auch noch solche Pinnnadeln nehmen, um dem Ganzen zusätzliche Stabilität zu verleihen. Achtet darauf, dass dieses Papier hier auf der Rückseite gut gespannt ist. Wenn ihr dann fertig seid, sieht das Ganze in etwa so aus. Ihr habt hier vorne diesen Schirm, der leicht transparent ist. Hier euren Karton und hier auf der Rückseite euer Loch. Um die Kamera nun zu verwenden, müsst ihr dieses Loch in Richtung Licht halten. Und dann wird hier auf diesem Schirm auf der Vorderseite das Bild projiziert, das durch dieses Loch hier durchfällt. Falls ihr damit wirklich richtige Fotos aufnehmen wollt, könnt ihr diese transparente Folie auch durch zum Beispiel Fotopapier ersetzen. Das Ganze wird dann aber wieder deutlich komplizierter. Außerdem müsst ihr beachten, es sollte immer relativ hell sein, um eure Lochkamera zu verwenden, da ihr in diesem Modell natürlich keine Linsen habt und ihr dass genug Licht für diesen großen Schirm durch euer Loch fällt, braucht ihr dann natürlich auch relativ viel Helligkeit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen.